Moin, liebe Freunde, hier ist er wieder, der gute Romiat. Ja, und wie ich bei meinen kleinen Aufnahmen damals versprochen habe, werde ich jetzt dem nachkommen, bei der Servervorstellung nochmal den Server vom guten Nico zu besuchen. So, wir werden mal hier auf Suchen gehen. Das ist natürlich die Frage. Moment, Moment, Moment. Aktualisieren, Filter. Ich will keine neue Dingens haben. Ich will hier den Nope-Gaming. Übernehmen. Jetzt natürlich die Frage, hier auf Filter gehen. Filter haben wir schon, genau. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze ging. Aktualisieren. Ich wäre nicht wirklich Adresse im Internet. Jetzt der Spieler über LAN will ich auch nicht. Ja, das wird jetzt ein bisschen Spielerei. Es kam wieder ein Update raus und da wissen wir ja bekannterweise, dass so ein bisschen die Probleme auftreten. So, wir gehen dann hin. Nicht über das. Wir werden jetzt den Filter hier. Oder können wir direkt über Eingabe? Nope, Gaming, bla bla bla. Okay, da ist er. Unser altes Live-Server. Wir werden beitreten. Ja, wir hatten beim letzten Mal den Server vom guten Nico vorgestellt und da sind ja ein paar Probleme aufgetreten gewesen. Jetzt dachte ich mir, komm, er hat beim letzten Mal ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgestellt und die Probleme sollen soweit behoben sein. Einlog-Probleme hatten wir, wir gucken, ob das Ganze jetzt behoben ist. Wie gesagt, die haben da ziemlich schnell reagiert und wenn man hier auf die Seite geht, sieht man unten gleich auch eine Teamspeak-Adresse, wo man die Leute auch kontaktieren kann. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, da werdet ihr auf jeden Fall Hilfe finden. Vom guten Nico oder den anderen Kompaden, anderen Mods, was weiß ich nicht was. So, jetzt lädt das Ganze hier, wir warten ab. Wir hatten das letzte Mal, wie gesagt, Probleme mit dem Einloggen. Das Ganze scheint jetzt behoben zu sein. Abwarten, abwarten. Ah, ist er gerade bei 0 Frames. Zack. Daten werden geladen. Zack, ich kann es mir aussuchen. Kavala. Da werden wir auf jeden Fall spawnen. Genau, also der Bug ist behoben. Sehr, sehr gut. Wir spawnen hier bei munterem Regenwetter. Der Server muss noch ein bisschen nachladen. Wir werden uns jetzt gleich direkt auch auf zur Apfelplantage machen. Da muss ich mal schauen, wo bin ich denn hier auf der Karte? So, die Apfelplantage ist ein Stück. Hä? Okay. Ach, hier ist das Apfelfeld. Ich glaube, man muss das irgendwie so markieren, genau. Jetzt müssen wir eigentlich einen Wegpunkt auf der Karte sehen. So, da haben wir ihn auch schon. Da werden wir erstmal direkt hineiern. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Sie waren beim letzten Mal da dran, diesen Bug zu beheben. Auf P, glaube ich, konnte man die Liste sehen. Genau, jetzt sind es zwei Leute mit mir, die hier auf dem Server unterwegs sind. Wir versuchen, den ganzen Server ein bisschen zu beleben. Wer als totaler altes Live-Fan ist, super freundliche Genossen, die hier auch gewillt sind, den Server so am Laufen zu halten. Natürlich mit eurer Unterstützung, wie sich's für einen Server gehört. Und ja, nachdem da beim letzten Mal, wie gesagt, die ganzen Probleme aufgetreten sind, habe ich dem Nico aber versprochen, wir schauen hier auf jeden Fall nochmal vorbei. Das machen wir jetzt hier mit dieser Aufnahme natürlich. Mal gucken, ob ich den Weg im Dunkeln zum Apfelfeld oder zur Apfelplantage finde. Ja, ich hatte damals schon erzählt, der Server hat einen Neustart genossen. Dieser Neustart hat sich zusammengesetzt aus den Problemen, die auftraten nach irgendwelchen Crashs und was weiß ich nicht was, dass die Leute ihre Sachen verloren haben und praktisch so gut wie neu starten mussten. Ja, die Folge daraus ist gewesen, der Server ging wieder an den Start, die Leute blieben aus, was ich eigentlich sehr schade finde, weil gegen Technik kann man nichts machen und ich finde, jeder Server hat auch nach solcherlei Problemen den nötigen Respekt verdient, den
jeder Server eigentlich haben sollte. Und wie gesagt, die Leute sind hier einfach gewillt, auch das ganze Ding am Laufen zu halten. Wir haben es beim letzten Mal gesehen, wir hatten Probleme. Ich habe mich direkt an Nico persönlich gewandt oder gewendet. Und ja, siehe da, Einlog-Problem behoben, Apfelplantage sehen wir jetzt gleich. Erstmal hier schön zum Baum gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Also ein Review nach den kleinen Fixes. 100 Meter haben wir noch. Da müssen wir da sein. So, und ich bin jetzt echt gespannt. Also normalerweise die Bäume hier müssten es sein. Wir stellen uns jetzt einfach mal davor und fangen an munter. Jawohl, ihr habt es behoben. Leute, ihr seid die Besten. Wie gesagt, die Leute sind gewillt, hier am Server was zu machen. Ihr seht es selber. Und er hat Wort gehalten. Das Problem wurde bekannt gegeben von meiner Seite. Das Problem wurde so schnell es ging behoben. Und es ist ja jetzt gar nicht so lange her, dass ich diesen Server hier erst vorgestellt habe. Und praktisch noch nicht über einen Tag später, wo ich nach dieser Aufnahme von damals hingegangen bin, habe den Nico darauf aufmerksam gemacht, sagte er, ja, das Einlog-Problem ist behoben, mit der Apfelplantage sind wir dran. Und jetzt, 2 Wochen später ist es, glaube ich, zack, siehe da, beim Review, er hat Wort gehalten, wir können Äpfel pflücken, wir können Kohle verdienen und somit steht dem Server hier erstmal nichts mehr im Wege. Und das finde ich sehr, 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 sehr geil. Das stelle ich mir unter Server-Administration vor. Und ja, Nico, an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an dich. Und Leute, wenn ihr gerne Altes Live spielen wollt, ich werde die Adresse nochmal ins Video selber kopieren, wenn ich das hier hochlade. Und ihr seid herzlich willkommen. Füllt den Server, zeigt den Leuten, was Rollenspiel heißt und unterstützt die Leute, die hier wirklich munter für euch entwickeln. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier teilweise gemacht wird. Und wie gesagt, jetzt 2 Wochen später, ich habe 2 meiner großen Probleme geäußert. Die Performance ist auch um einiges besser geworden. Der Server rennt. Der Server rennt, man kann Äpfel pflücken, man kann einloggen ohne Probleme. Wunderbar, einfach wunderbar. Ja, beim letzten Mal sind wir hier schon mit großen Augen durchgelatscht und ja, ich habe da ein paar Sachen gezeigt, wie jeder Administrator seinen Server einstellen kann. Und ja, sieht wunderbar aus. Wir werden jetzt noch hier langlatschen. Wie gesagt, das sollte das Review zum Serverbesuch von damals nochmal sein. Und ja, der Review ist im vollen Gang gewesen. Hier, das Auto ist neu, stand beim letzten Mal nicht da. Und komm her. Okay, hier kann ich meine Backpacks und so weiter kaufen. Schöne Sonnenbrille habe ich noch auf. Super, einfach geil, was die Leute daraus gemacht haben. Dann jetzt mal kurz zum Händler gehen. Schön. Ich denke mal, hier der General Store ist das, oder? Oder war das der Rewe? Ich glaube, der Rewe war das. Hier machen wir uns einen schönen Wegpunkt. Der Rewe ist in 200 Metern Entfernung. So, ja, ihr hört wieder Geräusche aus meinem Hintergrund. Ich weiß es noch nicht zu fixen. Wie gesagt, ich bin noch mitten in den Renovierungsarbeiten, will euch aber auch mit Videos weiter versorgen. Mein Inventar. Okay, General Store war es auf jeden Fall nicht. Da müssen wir wirklich zum Rewe latschen. Ja, und dabei bleibt leider solche Geräusche bleiben da nicht aus. Ich warte jetzt noch hier auf den guten Jaldir. Ich habe mir gedacht, komm, in der Zeit kann ich hier dieses Review auf jeden Fall machen. Ein altes Live-Server habe ich noch zur Vorstellung. Ich hoffe, der existiert noch, weil bei meiner letzten Minecraft-Vorstellung an Servern ist ein Server wohl dabei gewesen, der gar nicht mehr von dem User existierte, sondern irgendwie von jemand anderes unter der IP-Adresse live gebracht wurde. Und ja, Fauxpas eigentlich nicht von meiner Seite, weil ich habe die Server soweit gesammelt, was sich in meinen Augen nicht lohnte, wirklich damals schon vorzustellen, einen einzigen Server. So konnte ich eine neue Rubrik machen jetzt, hatte ein paar Server auf Petto, die ich hier verkünden konnte. Ja. So. 24 Äpfel, schön verkaufen. Warum verkaufst du das nicht?
Verkauf die Äpfel! Warum kann ich denn jetzt die Äpfel nicht verkaufen? Nochmal neu aufmachen. Okay, ich kann die Äpfel nicht verkaufen. Warum, weshalb, keine Ahnung. Ah, werde ich mich auf jeden Fall noch an Nico wenden. Also da treten noch ein paar Probleme auf. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Äpfel pflücken funktioniert. Er hat Wort gehalten. Und ihr habt gesehen, wenn man Probleme habt, direkt dran wenden. Die Probleme werden beseitigt und fertig aus. Supergeiles Ding, supergeiles Server. Wie gesagt, belebt den mit uns zusammen oder mit den Administratoren zusammen wieder und unterstützt ein bisschen. Würde mich da sehr freuen. Ich werde jetzt auch auf das mal vorbeischauen, wenn es dann wieder heißt, altes Live. Und ja, vielleicht trifft man sich hier. Vielleicht trifft man auch mich mit Nico oder Co. Wer weiß das schon. Und ja, gucken wir, was die Zukunft hier auf dem Server bringen wird. Und ich freue mich, ich hoffe, ihr euch auch. Ich will mich doch mal an dieser Stelle bei Nico bedanken, der das Ganze so schnell umgesetzt hat. Und auch an dem ganzen Nope Gaming Team oder Nope Gaming Team, je nachdem, wie ihr es aussprecht. Und ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Nico und Co. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!